Boah, Mann, Lehrer, Berlin. Auf YouTube werden haufenweise Videos gelöscht. In den USA werden inzwischen ganze Accounts gelöscht, ganze Kanäle. Hunderttausende von Usern merken das. Welche Konsequenzen wird das für YouTube haben, wenn jetzt die Nutzer merken, dass das Lebenswerk dieser Menschen zerstört wird, dass Informationsquellen zerstört werden. Sagen Sie, das war doch bestimmt alles nur Fake News. Aber wer bestimmt denn, was Fake News ist? Sie bestimmen nicht, was Fake News ist. Und ich auch nicht. Unsere Meinungsvielfalt besteht darin, vielfältige Meinungen zuzulassen. Und das sollte auch YouTube tun. Ansonsten wird das der Tod von YouTube sein.